welche Alternativen gibt es? Die Lehrkraft kann allgemeine Fragestellungen vorgeben. Zum Beispiel, wollt ihr mehr von diesem oder von jenem? Oder wie ist deine heutige Meinung und wie wirst du das in Zukunft sehen? Je nachdem, wie deutlich sich die Lernenden positionieren, ergibt sich der Handlungsbedarf für den Unterricht. Welche Dinge gibt es zu bedenken? Die klare Bekennung zu einer Seite der Meinungslinie macht auch deutlich, wie im weiteren Unterricht gearbeitet werden kann. Die Gruppe muss sich aber darauf einlassen können und darauf achten, dass niemand aufgrund der eigenen Meinung diffamiert wird. Es ist sehr sinnvoll, die Meinungslinie zweimal zu ziehen. Zum Anfang der Unterrichtseinheit, um die Meinung abzuholen, sowie zum Ende der Unterrichtsreihe, um die Veränderung zu sehen und zu reflektieren. Im Vorgehen ist es daher sinnvoll, die Standorte auf der ersten Meinungslinie festzuhalten, um einen Vergleich zur zweiten Meinungslinie zu ermöglichen.